Ja! Herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Channel Barney und der Freak. Die Frage, die ihr euch bestimmt stellt, was könnt ihr auf diesem Kanal von uns erwarten? Wir zwei sind der Garant für eine seriöse Hundesendung. Am Arsch! Sehen wir zwei etwa so aus, als machen wir seriöse Unterhaltung? Ich vielleicht, doch er... Alter, hast du Vollpfosten dich mal im Spiegel angeguckt? Doch Freunde, mal ganz im Ernst, darum geht's uns gar nicht. Da gibt's schon genug andere. Doch was zeigen wir euch dann? Wir zeigen euch Witziges, Interessantes, Verrücktes, alles zum Thema Hund. Doch auch alle anderen, die nichts mit dem Thema Hund zu tun haben, sind hier herzlich eingeladen in unserer neuen Show Barney und der Freak. Ich bin Barney, das ist der Freak. Das Einzige, was du bist, ist der größte Vollidiot. Okay, ihr habt uns durchschaut. Das ist Barney und ich bin der andere. Also was könnt ihr in den kommenden Wochen von uns erwarten? Wir werden euch Witziges zeigen, wir werden Tests machen, wir testen Hundesachen und Hundezubehör. Alles natürlich streng wissenschaftlich, bei uns wird nichts unter den Teppich gekehrt, knallharte Facts, all das gibt's hier. Barney und ich, ja, wir sind schon gespannt und wir freuen uns auf euch. Heute geht es darum, dass ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Fangen wir an mit unserem Kumpel Barney. Möchtest du auch gerne was dazu sagen, Barney? Ich habe nur eine Frage. Wann hältst du endlich die Klappe? Also Barney ist ein 9 Monate alter Jack Russell Terrier, wie alle Jack Russell Terrier, voller Energie. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so aus, aber wir zeigen euch Videos, da werdet ihr das sehen. Ein Energiebündel ist er. Hat sich so auf diese Show gefreut, war den ganzen Tag so aufgeregt. Ja, und das kommt jetzt dabei herum. Barney, wir haben Gäste. Wir haben Gäste. Möchtest du nicht vielleicht etwas sagen? Doch, halt die Fresse. Ja, muss ich wieder die ganze Arbeit übernehmen. Also wie gesagt, ein 9 Monate alter Jack Russell Terrier, der sich eigentlich für alles interessiert. Alles, was sich bewegt, wird gejagt. Ganz besonders Kaninchen, Vögel, Eichhörnchen, nichts ist vor Barney sicher. Außer er ist müde. Dir würde ich nicht hinterherjagen. Höchstens davonlaufen. Seine Lieblingsbeschäftigung ist buddeln und buddeln und immer buddeln, buddeln. Unser Garten sieht mittlerweile aus wie ein 18-Loch-Golfplatz. Nicht so gepflegt, aber naja, sei es drum. Barney, die Gäste gucken. Ansonsten ist er ein ganz lieber Zeitgenosse und total umgänglich. Boah, du stellst mich als den totalen Langeweiler dar. Dabei habe ich doch auch noch andere Hobbys. Was war das gerade für ein Bild? Bist du dafür verantwortlich? Ich weiß ja nicht, wer alles zuschaut, Barney, aber das können wir nicht hier zeigen. Ich glaube, du nimmst diese Sendung nicht ernst. Nun kommen wir zu meiner Person. Was soll ich da sagen? Eigentlich ein stinknormaler Freak. So, das war's mit unserer ersten Sendung. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Habt schon mal einen kurzen Einblick erhalten, was euch erwartet. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Da geht es um das Thema Leuchthalsbänder. Passend zur Jahreszeit testen wir für euch die besten und die günstigsten Leuchthalsbänder. Darum, nicht verpassen, seid dabei, jetzt abonnieren, damit ihr auch nächste Woche dabei seid und nichts verpasst. Ich danke euch, get freaky, unser Motto. Ich danke euch.